Der Sommer ist heiß. Und in der Regionalliga Nordost ist er auch verdammt kurz. Die wohl komprimierteste Sommerpause aller Zeiten ist beim FCE in vollem Gange. Grund genug, einmal nachzuhaken, wie sich die Saisonvorbereitung bis dato gestaltet. Anstrengend. Wir sind ja erst seit mit dem heutigen Tag 17 Tage dabei. Also das ist relativ kurz. Relativ einen kurzen Urlaub gehabt. Wir hatten heute Morgen das Thema, dass einige Erstligisten fast bis zu 2 Monate sich erholen konnten, bevor sie dann wieder in eine Vorbereitung einsteigen konnten oder eingestiegen sind. Und bei uns ist es relativ kurz und jetzt die Temperaturen und jetzt Schlag auf Schlag mit 18, 19 Spielern dennoch, was die Einstellung betrifft und so, was diese Umsetzung angeht, machen die Spieler sehr, sehr gut mit. Nach einigen eher leichteren Aufgaben stand der Mannschaft mit dem gestrigen Testspielgegner aus Lubin ein erster Härtetest vor der Brust. Ich beteilige mich jetzt nicht an den Diskussionen, ob das die zweite Mannschaft war oder gemischt war. Wichtig war, dass wir unsere Prinzipien sehen wollten. Wir haben ja mit einer veränderten Statik gespielt. Da war jeder gewollt, das umzusetzen mit einer guten Intensität, speziell am Anfang des Spiels. Und dann mit dem ganzen Wechsel ist klar, dass dann immer ein bisschen auf der Strecke bleibt. Dennoch hat da jeder Spieler gezeigt, dass er unbedingt will, auch in dieser neuen Systematik, dass wir vielleicht Optionen haben, auch wenn wir nicht die richtigen Spieler auf gewissen Positionen für diese Formation haben wir das sehr ordentlich gemacht. Am 30. Juli beginnt die neue Saison. Das Transferfenster ist sogar noch deutlich länger geöffnet. Zeit genug, um die Stellschrauben am Kader noch fein zu justieren. Ja, wir hätten gerne noch ein Spieler auf jeden Fall, aber grundsätzlich auch zwei. Nur es muss dann am Ende auch passen oder sollte passen, wenn möglich ein Stürmer. Auch ein Stürmer, der Wahrscheinlichkeiten erhöht und dann noch einen variablen Spieler. Ich denke, dass wir im Defensivverbund mehr als ordentlich sind, hat der Kampulka gestern gezeigt. Dann mit Pelivan, Putze kommt zurück. Was das ganze Mittelfeld betrifft, 6er, 8er, mehr als ordentlich. Mit Propopenko haben wir dann gestern auch in der zweiten Halbzeit gesehen, haben wir nochmal sowohl einen Umschaltspieler, einen 1 gegen 1 Spieler, wenn er wieder dieses Selbstvertrauen kriegt. Tim Heike kommt zurück, sieht man heute. Also wir sind schon ordentlich aufgestellt. Dennoch, glaube ich, können wir den Kader noch verbessern. Und das ist auch unser Ziel. Aber dann auch mit dieser Überzeugung, dann sollten es Spieler sein, A, die unbedingt hier hinwollen oder gerne hier hinwollen. Und B, wo man auch die Überzeugung hat, dass sie dann kurzfristig, mittelfristig uns weiterhelfen. Wir wünschen dabei natürlich glückliche Hände und kühle Köpfe. Auch im Hochsommer.